So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Prop Solid. Wir sind immer noch auf der Suche nach Schlüsseln und einer Falle, die ich deaktivieren können sollte. Und damit wir die auch alle finden, verwende ich doch mal mein Radar intensivst. So, okay, das bin ich. Nach unten soll es irgendetwas geben. Irgendwas geht hier nach unten. Das ist jetzt nicht so geschickt für mich, wenn da viele Gegner erscheinen. Hier sind wir durch. Auf der Höhe sind wir auch durch. Das heißt, von hier aus gehen wir eigentlich im Prinzip erstmal nur nach rechts. Das ist hier der bronzene Schlüssel. Doch weiter rechts soll es auch noch was geben. Oh je. Das war mehr Glück als Verstand. Okay, das ist der Gegenstand nach unten und das hier oben sind die Gegenstände nach oben. Das heißt, hier ist eigentlich gar nichts mehr. Dann bin ich ja froh, dass es nicht wirklich Gesundheit gekostet hat. Und verabschiede mich an dieser Stelle. So, jetzt bin ich schon wieder hier hinten, wo ich das letzte Mal schon so planlos durch die Gegend gehüpft bin, was absolut sinnlos war. Ich hüpfe jetzt trotzdem nochmal hier rüber, um wirklich sicher zu sein, dass hier garantiert nichts ist. Und hier ist nichts, sieht man ja. Es blinkt nichts, außer mir selber. Das heißt, ich kann hier getrost die Karte verlassen. So. Von hier aus geht es ja eigentlich nur in eine Richtung weiter. Karte anschmeißen. Da drüben geht es nicht weiter. Damit sind wir mit der unteren Höhle definitiv durch. Gut. Hier sind wir dann auch durch. Brauche ich also nicht mehr versuchen, da lang zu fahren. Schwimmen, was auch immer. War ich hier schon? Da fehlt mir ein bronzener Schlüssel. Den gab's da unten. Da komme ich nicht hin, nicht ohne Jetpack. So. Hier noch eine. Ja, da oben gibt es noch drei Mias. Aber drei Mias kann ich gerade nicht retten. Drei Mias will ich auch gerade gar nicht retten. Ich bin viel eher auf der Suche nach verschollenen Gegenständen. Wieso fahre ich jetzt eigentlich wieder runter? Oh ja, es wird spät. Man merkt, es wird spät. Und es wird Zeit, dass ich ins Bett komme. Das Schöne daran ist natürlich, dass ich jetzt hier schon mal wieder ein paar Folgen produziere. Oh, für die Zukunft.
hat nichts Tolles getroppt. Fallen gelassen. Hier unten lang brauche ich auch eigentlich gar nicht mehr versuchen. Ich muss auch zugeben, ich bin gerade ein bisschen planlos. Ich hätte nicht gedacht, dass ich für diese Karte den Jetpack brauche. Aber das sieht mir gerade sehr danach aus. Wirklich sehr, sehr, sehr. Da habe ich irgendwas verpasst. Ist ja unglaublich. Gut, offensichtlich ist meine Steuerung jetzt sogar im Eimer. Ich kann hier nämlich offensichtlich nicht mehr nach links oder nach rechts laufen. Das war vermutlich ein Bug im Spiel. An dieser Stelle greife ich dann eben wieder auf einen und meiner Continues zurück. Das finde ich jetzt sogar nicht mal so ungeschickt. Werde ich dann wenigstens wieder einen halbwegs gesunden Zustand habe. Ich brauche einen Gegner, der mir Granaten droppt. Droppt er was? Ja, aber keine Granaten. Der droppt sogar Cherries. Der droppt auch, aber keine Granaten. Ich möchte Granaten. Warum möchte ich Granaten? Ich möchte Granaten, damit ich diesen Lift da drüben benutzen kann. Wenn ich mich nämlich recht erinnere, war quasi dieser Lift die Lösung zu nahezu all meiner Probleme. Der Clou bei der Sache ist bloß, dass der Lift sich bewegen muss. Und ich das entweder nur dadurch schaffe, dass ich einen Gegner da drauf spawn. Oder eben Granaten einsammle. Und hier bin ich ursprünglich hergekommen. Da brauche ich nicht nochmal hin. Wobei, warte mal eine Sekunde. Was ich ja eigentlich brauche. Wenn ich mir das hier so ansehe. Diesen Lift ja eigentlich nur als Plattform, um auf die Plattform zu kommen. Das heißt, das hier ist völlig in Ordnung. Jetzt brauche ich aber diesen Lift, der sich nicht bewegt, als Plattform, um auf den anderen Lift zu kommen, wenn dieser in meiner Nähe ist. Wir haben diesen Abstand, das heißt, der Abstand hier wäre in etwa entsprechend. Oh je. Ja.
Das wollte ich doch gerade gar nicht, sondern das wollte ich. Das wollte ich eigentlich auch nicht, deswegen nehme ich hier lieber wieder die Pistole mit. Das war ein Ticken zu gut gemeint, war logisch. Ja, das ist die Geschichte mit der Reaktionszeit. Wenn man eine zu schlechte Reaktionszeit hat, dann passiert eben sowas. Ja, wenigstens ein bisschen was. Och je. Ich habe so ein blödes Gefühl, dass jetzt. So. Das. Genau. Egal wie toll ich das versuche, es eigentlich eher fatal für mich ausgeht. Nun, wir werden es sehen. Oder auch nicht. Das war ja wieder so klar. Das war ein Ticken zu viel. Zu wenig. So. Da, 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 da. So, jetzt habe ich natürlich genau die Plattform, die ich aber brauche, um auf die eigentliche Plattform zu kommen, die ich so brauche.
21, 22, 23. Bleibt ihr eigentlich auf der Höhe? Eigentlich nicht. So, jetzt geht's ja abwärts. Aber die geht nicht wirklich tief abwärts. Wieso habe ich jetzt diese Granaten aufgenommen? Damit ich hier eben nicht mehr hochkomme. Das war ein Plan, der besonders gut funktioniert hat. Ich habe ja jetzt Granaten. So. Keine Spirenzchen mehr. Jetzt machen wir es einfach so, wie wir es gewohnt sind. Bam. Bam. So, noch ein paar Meter. Genau. Bedeutet jetzt natürlich im Gegenzug auch, dass ich eventuell meine ganze Konstellation wieder kaputt machen muss, um da eventuell rüberzukommen. Könnten auch einfach... Wieso machen den Schwachsinn jetzt eigentlich? Ich mache schon wieder noch mehr Schwachsinn, das ist unglaublich. So. Lift nehmen, draufbleiben. Unglaublich. Und Maschinengewehr. Das ist ein super Zeitpunkt, um zu sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch, weil ich momentan eigentlich wirklich überhaupt keinen Nerv mehr habe.
Wir werden diesen Level verlassen und werden wahrscheinlich einen anderen Level weiterspielen, vermutlich sogar den Eislevel. Oder die Wild Begriffische Stätte. Teil 3. An diesem Punkt verabschiede ich mich jedenfalls. Ich meine, es bringt ja auch nichts, wenn wir euch, wenn ich euch ewig auf die Folter spannen. Und ich ja eh offensichtlich gerade Bildprobleme habe. Deswegen wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und verabschiede mich von euch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dort werden wir vermutlich eine andere Karte machen. Ich wünsche euch jedenfalls...